besonderes Erlebnis hier. Auch wenn er natürlich vom Komödiantischen her hier mit vor allen Dingen Noah und Bahrami nicht mithalten kann. Aber es macht ja gar nichts. Wenn hier vier Entertainer auf dem Platz stehen würden, das wäre ein Oberchaos. Und ich finde, dafür spielt er wirklich gut mit. Ab in die Blumen. Ah, da täuscht er sich doch. Großartige Veranstaltung. Spitzentennis, tolle Ballbeherrschung, Riesenballgefühl. Und da liegen sie alle, bis auf Charlie Schweb und Mansur Bahrami. Ja, das war vom Feinsten. Weltklasse. War die One-Man-Show. Hat sie alle im Repertoire. Den kennen Sie auch, oder?
Lieben beide. Lieben beide, das auch. Ja, alle vier versuchen das hier natürlich so lang wie möglich zu spielen. Kleine Belehrung. Bei 8-beide gibt es Tiebreak beim langen Satz auf 9. Aber 8-beide erreichen wir auch noch, keine Sorge. Ja. Also gut, sie einigen sich auf Tiebreak. Hat noch eine Verabredung. Ich will ja nicht so lange warten lassen, hat Yannick Noir gerade gesagt. Okay, will er nicht mehr? Knapp, sehr knapp. Der fliegt morgen noch. Das wäre fast das Ende der Familienplanung gewesen. Also Tiebreak gibt es bei 8-beide. Wir sind kurz vom 8-7. Da ist das 8-7. Veranstaltung kurz nach 23 Uhr in der Unterfrankenhalle in Aschaffenburg. 7-8. Noch ein Spiel muss das Duo Becker-Barami gewinnen. Dann haben wir noch einen Tiebreak in diesem bislang äußerst amüsanten Wohltätigkeitsdoppel zwischen Barami, Becker und Stebnoer. Aber das ist nicht nur sehr spaßig, sondern auch ein schönes Anschauungsmaterial, denke ich, für Tennistrainer, was alles möglich ist mit dem Ball. Bei guter Ballbeherrschung, gutem Ballgefühl und der richtigen Technik. Und das ist Reaktionsvermögen hier. Jawohl, da gibt es bestimmt auch einen Eintrag ins Guinness-Buch. Kann Ihnen jetzt leider nicht sagen, wie oft der Ball da hin und her gehen muss, aber das war rekordreif. Ja, vielleicht gibt es ja einige Tennistrainer, die sich hier ein Beispiel dran nehmen und in Zukunft das alles mit einbinden in ihre Trainingsmethoden. So. Die Haute Couture auf dem Tennisplatz.
Ran ans Netz. Ja, der will natürlich hier zeigen, was er kann, der Kleine. Yannick Noir ruht sich aus und sieht sich dieses elegante Tennis mit Boris Becker an. Rechik. Stellen Sie mal vor, so würde der mal in Wimbledon auftreten. Ich denke, da hätten die Herren noch einiges dagegen vom All England Lawn Tennis Club. Obwohl, von der Farbe her, könnte es ja passen. Das Ding geht weiter. Jawohl. Super, das ist klasse. Spitze der Kleine. Das sind die Talente von morgen vielleicht hier. Und noch ein. So, Boris Becker darf auch mitspielen. Ob der Steffke wusste, dass er gegen den kommenden Australian Open Sieger 96 hier dieses Volley-Duell spielt. Oh, jetzt packt er alles aus hier. Bitte. Ja, das wäre noch der Abschluss gewesen. Da muss ich sagen, jetzt habe ich mich ja völlig verschaut. Um Jottliebs Willen, Herr Fasnacht, das ist doch gar kein Junge, das ist ein Mädel. Oder von hinten sieht aus wie ein Mädel, von vorne wie ein Junge. Ist egal, Hauptsache Spaß. Vorteil 10. Das wäre ja jetzt Matchball. Das darf nicht sein. Wollen wir schon noch ein bisschen mehr sehen. Das war's. Und kann gar nicht genug kriegen hier. Das längst spielt auf die Sieg gesagt, aber völlig egal. Stiehlt allen die Schau. Und am Schluss nochmal der Bäckerhecht in den Blumenkasten. Der Debitel Tennis Cup 1995 in Aschaffenburg. So, das war's. Yannick Noir fehlt noch. Dann haben wir sie alle, die hier mitgewirkt haben an diesem Riesenabend. Ein gelungener Abend auch für die Kinderkrebshilfe Frankfurt e.V. und für die Leukämie-Stiftung José Carreras. Ein guter Zweck. Ein tolles Spiel und Riesenspaß. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Vergnügen an diesen Tennis-Vorführungen, an diesen Kabinettstückchen
bedanke mich fürs Zusehen und wir werden natürlich auch in Zukunft weiterhin solche Spiele ins Programm nehmen. Zu Ihrer Freude. Bye, bye.